jetzt haben wir hier die neuen Ringe reingemacht. Jetzt kommen wieder die Kegellager rein. Ja, das wird dann später so laufen. Und da muss relativ gut von dem Wälzlagerfett rein. Wir können das mal hier angucken, wie das bei dem alten aussah. Wie haben die das eigentlich gemacht? Ja, ich würde mal sagen, da war schon gut dran. Das ist jetzt Geschmackssache auch so ein bisschen vielleicht. Versuchen wir das mal ähnlich zu machen. Was ist denn mit dem inneren Teil? Sieht denn das beim Original aus? Da haben wir schon ziemlich dick, ups, dick drauf. Aber ich glaube, da kann auf jeden Fall etwas rein. Keine Frage. Da ist hier auch viel. Die Frage ist, ob der wahrscheinlich von alleine rein. Ja, klar. Das kann man nicht rausnehmen. Nein. Ich das gleiche vielleicht nochmal hier bei dem mal das selbst machen. Also 60 Gramm ist schon ungefähr ein Drittel der Tube, die da in irgendeiner Form rein muss. Aber das kommt gleich. Das kommt dann in die Mitte noch rein. Genau. Sollen wir den Stand schon mal fragen, ob er das gut findet? Nö. Der ist ein wenig. Gut voll. Hm? Wenig ist. Ja, gut. Ein little bit more distance. Jetzt haben wir diesen Simmerring, ja, das ist dieser Dichtungsring mit dem Gummi, der da draufkommt. Den haben wir innen auch nochmal, den muss man auch innen nochmal mit diesem Hochleistungsset befüllen. Und ja, vielleicht nochmal ein bisschen abwischen an der äußeren Kante. Und der kommt jetzt hier wieder drauf. Vielleicht mal diesen alten Ring und versuchen den vorsichtig reinzuschlagen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der Simmerring ist eigentlich mehr ein dünnes Blech mit dem Gummi. Das heißt, der hält bei weitem nicht viel aus wie die anderen Teile. Ja. Ich sehe mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie fest der da drauf sitzen darf. Aber der sitzt ja eigentlich auf dem Teil sozusagen des Lagers, der sich nicht dreht. Genau. Okay. So, jetzt kommt noch ungefähr, wie viel sind das? 60 Gramm? 60 Gramm. Ungefähr noch 60 Gramm Fett da rein, also schon recht üppig. Da haben wir auch eine ganze Menge rausgeholt, als wir das vorhin gereinigt haben. Also jetzt ist er, ich würde mal diesen Ball halt leer. Komm mal ein bisschen. Wie ist das? Ist auf jeden Fall. Guck mal, was da drin ist. Okay, gut. So, jetzt kommt
da wahrscheinlich auch noch ein bisschen rein. Das vorgefertigte Lager rein, das nehmen wir nicht ein. Hier sollen jetzt auch nochmal 15 Gramm Fett rein. Ist nicht ganz klar, was das ist. Also 15 Gramm. Ich würde sagen, noch ein bisschen mehr. Okay. Die kommt aber noch nicht drauf. Die kommt später dann drauf. Jetzt sind wir wieder zurück. Achsschenkel heißt das, glaube ich. Da haben wir jetzt entschlossen, den gerade nochmal sauber zu machen. Bei der Gelegenheit, da läuft das ganze Lager ja drauf. Und ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen neu einzufetten. Wenn das vorher zu fest war, also wenn praktisch der Vorgänger dieses Ding zu fest reingeschraubt hat, das sehen wir dann später nochmal, dann sieht man das daran, dass das hier sozusagen eine dunkle Verfärbung hat. Also ein kleines bisschen dunkel ist es hier vorne auch. Aber ich würde mal sagen, es ist noch im grünen Bereich. Okay, jetzt nochmal ein kleines bisschen Fett drauf. So, jetzt kommt das vorbereitete Radlager mit dem wieder auf den Achsschenkel drauf. Und sieh da, es passt wie angegossen. Fantastisch. So, sehen, ob es sich dreht. Ja, ganz ordentlich. Könnte schlechter sein. So, und jetzt muss hier vorne wieder die Sicherungsmutter drauf. Und hier müssen wir jetzt so festziehen, dass das Ganze eben sich gut dreht, aber auf der anderen Seite eben kein Spiel nach vorne hat. Gucken wir mal. Dreht sich noch ganz gut, hat nach vorne auch kein Spiel. Wenn wir es ein bisschen aufmachen, dreht sich auch ganz gut, aber es bewegt sich. Also so soll das eigentlich nicht sein. Also wieder ein bisschen reindrücken. So wäre es auf keinen Fall richtig, viel zu fest. Hier haben wir es leicht gespielt, man hört es. Ja, ist ein bisschen zu viel. Da kann man es also in sehr kleinen Drehungen. Man hört immer noch ein ganz kleines bisschen Spiel. Jetzt tut sich nichts mehr. Bewegt sich immer noch relativ gut. Das heißt, so können wir es mal wagen, das Ganze hier mit dieser Imbusschraube festzuziehen. Dann kann man die Sicherungsmutter nicht mehr bewegen. Und später können wir dann beim angeschraubten Reifen nochmal gucken, ob das in Ordnung ist. Geht ganz gut, hat kein Spiel, könnte was werden. Jetzt wird, glaube ich, empfohlen, diese Nabenkappe nicht sofort drauf zu machen, denn wenn der Reifen später drauf ist, kann man hier nochmal ein bisschen nachstellen, wenn es nötig sein sollte. Okay. Als nächstes kommt wieder die Bremsscheibe drauf. Jetzt hier drauf achten, hier ging die Sicherungsmutter rein, das ist da oben an der Stelle. Und hier haben wir jetzt die beiden Bolzen für die Führung. Die müssen jetzt hier und da reingehen.
Ja, man sieht hier, diese Bolzen gehen ganz gut rein. Jetzt muss nur noch oben die Sicherungsmutter drauf. Es ist auch schon deutlich, scheint schon deutlich leichtgängiger zu sein. Ups. Ja. So, jetzt kommt wieder der Bremssattel drauf. Manchmal kann es sein, dass die Bremsscheiben hier, weil die Bremsbacken zu nah beieinander sind, dann geht es nicht so richtig über die Bremsscheibe. Dann muss man die ein bisschen auseinanderdrücken. In dem Fall geht es einigermaßen. Auch wieder aufpassen, nicht den Bremsschlauch verletzen. Sonst funktioniert die Bremse später nicht mehr. So, jetzt ist es genau der Fall, wo die Bremsbacken so ein bisschen Probleme machen. Okay. So. Weiter runter. So, jetzt ein bisschen nach drauf draufdrücken. Genau, Moment. Nee, geht noch nicht rein. Bisschen runter. So, okay. Das war doch eben da. So, Nummer 1. Das wird wahrscheinlich hier ein bisschen bewegen da oben irgendwo. Das scheint schon gewesen zu sein. Okay. Jetzt machen wir die beiden Schrauben mit 110 Newtonmeter dazu. Dafür haben wir jetzt einen Newtonmeter Schraubenschlüssel. So, jetzt ist es noch an. Jetzt muss man dann darauf achten, nachdem die Bremse ein- und ausgebaut wurde, kann es sein, oder ist es meistens so, dass nach dem Anfahren, nach dem ersten, die Bremse nicht mehr funktioniert vorne. Das heißt, man muss das Bremspedal mehrmals sozusagen durchdrücken, also gewissermaßen Druck aufbauen, etwas pumpen, bevor das wieder geht. Also immer wenn ihr irgendwas an der Bremse gemacht habt, wirklich aufpassen, dass ihr vor dem Losfahren ein bisschen pumpt mit der Bremse, bis die auch wirklich wieder zieht, denn das tut sie im Moment wahrscheinlich nicht mehr. So, was wir jetzt wieder machen müssen, in umgekehrter Reihenfolge natürlich wieder die Sensoren für die Bremsscheibendicke einbauen. Okay, jetzt kommt wieder der Reifen drauf. Den machen wir jetzt mal provisorisch fest, um dann zu sehen, ob das ganze Spiel hat. Und wenn nicht, dann machen wir ihn nochmal runter, dann kommt die Fettkörper ganz am Schluss drauf und dann der Reifen wieder. Jetzt habe ich dummerweise keine Muttern dabei. Kann ich? Ja. So, jetzt haben wir den Reifen nochmal provisorisch festgemacht. Jetzt können wir nochmal gucken, ob er Spiel hat. Das ist eigentlich relativ gut, er hat eigentlich kein Spiel. Wenn es einigermaßen dreht, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also wahrscheinlich haben wir dieses Mittel drin zwischen fest genug drehen und immer noch genug Spiel zum Drehen lassen. Haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt muss der Reifen nochmal runter und dann kommt die Fettkappe drauf und dann sind wir fertig. Dass hier die, wie heißt das, Haltemutter, genau, fest genug ist, aber nicht zu fest. Und jetzt kommt die Fettkappe drauf, das ist eine neue Fettkappe, da sollen auch nochmal 15 Gramm Fett rein. Wir vermuten mal, dass es 15 Gramm sind. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist nur ein Blechteil. Das kann man auch gut machen. Wir müssen hier auf den Rand hauen. Ja.